Peace! Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Marco Babumski. Und heute ist ein kleines, nettes Video. Und zwar habe ich meine Bestellung erhalten. Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Marco Babumski. Und heute ist ein kleines, nettes Video. Und zwar habe ich meine Bestellung erhalten. Ja. Und da wollte ich euch einfach mal zeigen, was wir erhalten haben. Sorry, ich muss irgendwie immer aufstoßen, wenn ich an der Kamera bin und quatsche. Ich habe das Gefühl, ich bin unscharf. Bin ich unscharf? Meine Kamera ist so ein bisschen... Nee, wisst ihr. Also, meine Freunde, was machen wir? Wir quatschen über eine Bestellung. Ich habe euch ja gesagt, mein Arometer ist kaputt gegangen. Also meine Spindel von Tropic Marine. Da habe ich mir, wo sonst bestellt? Bei AquaPro 2000. Ein paar Sachen bestellt, ein paar Kleinigkeiten oder auch vom Grotisch. Das ganze Zeug ist jetzt gekommen, lag erst Wochenende dazwischen und. Und wollte ich euch einfach mal zeigen. Also meine Freunde, bis gleich. Also meine Freunde, meine Frau war schon so dreist und hat einfach ausgepackt. Ihr müsst euch das so vorstellen, hier kommt ein Paket an. Es kann ein Geschenk für sie sein, es könnte oder auch Mr. Fist sein oder sonst was, sie würde es auspacken. Ist egal, sie packt es einfach aus. Also, fangen wir mal an. Ich habe einige Sachen bestellt, also nicht viel, sind nur drei Sachen. Darüber möchte ich mit euch quatschen. DD Aquarium Solution Aquascape Construction Epoxy. Kann man den so erkennen? Müsste man. Das ist zwei Komponentenkleber, mit dem ihr Steine, Korallen etc. festmachen könnt. Viele von euch kennen den, für die, die ihn nicht kennen, das ist ganz einfach. Ich gehe nie nach Anleitung, wohl bemerkt. Ihr habt diese beiden Sachen hier. Das ist einmal grau und einmal meistens violett. Und da nehmt ihr ungefähr von beiden die gleiche Menge und dann mischt ihr das Ganze, also knetet das zusammen. Das ist eine richtig schöne Knetmasse, bis es halt die eine Farbe komplett eingenommen hat. Das ist meistens lila, bei mir sind sie, glaube ich, beide grau jetzt. Und dann knetet ihr es noch ein bisschen so, also ich mache das immer einfach wie Knete. Ihr kennt es doch, wenn ihr Knete habt als Kind und die wurde irgendwann warm und so richtig eklig weich. So knete ich es so lange in der Hand, also so 2-3 Minütchen. Braucht man eigentlich nicht so lange, aber so mache ich das. Und dann könnt ihr es direkt unter Wasser kleben. Das färbt ein ganz kleines bisschen ab, aber das ist nicht sonderlich tragisch. Es gibt auch nichts ans Wasser ab, für uns jetzt seit Jahren. Oder zumindest nicht viel. Ja, da könnt ihr die Firma nehmen, wie ihr wollt. Ich nehme DD Aqua Solution, weil es einfach die günstigste ist und fand ich jetzt genauso gut wie das billigste Zeug. Oh, das ist ja schon mit das günstigste. Dann habe ich, ja genau, also ihr könnt damit die Korallen, ihr könnt die auf die Ablegersteine kleben, ihr könnt Steine damit direkt befestigen, also alles, was ihr in meinem Becken seht und auch kennt, ja, diese ganzen Steinbauten sind alle zusammengeklebt hiermit. Nur einen Teil, wo es mir zu riskant war, nur das Zeug zu benutzen, habe ich komplett mit Riffmörtel benutzt. Das waren aber nur ein paar Kleinigkeiten, bevor die Steine überhaupt im Wasser waren. Weil ich finde Riffmörtel unter Wasser ist tot einfach, es geht nicht, voll der Mist. Ja, Zeug hält super. Extreme Visitor Underwater Epoxy, bla 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 Keks, ja. Sehr starker Epoxidkleber. Was mich ein bisschen verstört, vielleicht sieht es ja einer mal irgendwann von DD Aqua Solution. Das ist ein Doktorfisch oder irgendwie sowas, ich kann es nicht erkennen. Guckt mal, sieht man den? Na, Kamera. Ja, so. Und der hat irgendwie so schwarze Flecken. Also es wird ein besonderer Fisch sein, wahrscheinlich irgend so ein super seltenes Vieh, aber das Vieh sieht für mich als Laie krank aus. Ja, for underwater epoxy, for chlorine and pond use. Ja, genau. Ja. Könnt ihr aber auschecken. Twitter, The Aquarium Sol. Facebook, The Aquarium Solution. Ja, könnt ihr ruhig mal abchecken. Eigentlich gute Produkte, die mal bringen. Unter anderem auch sehr schöne Showbecken. Und ja, diese Becken, die man unter DD Aqua Solution im Internet findet. Also sehr, sehr geil. Puh. So. Jetzt habe ich schon wieder gequatscht. Und zwar wie lange? Ich weiß es nicht. Es wird mir gerade nicht angezeigt. Warum auch immer. So, dann haben wir mal... Nee, wisst ihr, was heute mich stört? Ich muss jetzt gucken, warum der die Uhrzeit nicht anzeigt. Eine Sekunde. Warum zeigt er keine Uhrzeit an?
Weiß ich nicht, weil sie blöd ist. Also, dann habe ich euch gesagt, ich habe andere Aktivkühler verkauft. Ich habe sonst die von AT benutzt. Keine schlechte Erfahrung mit der von AT, die ist halt extrem günstig. Also ich muss ganz klar sagen, mit dem Phosphatabsorber von AT, wo alle sagen, der ist super, der hat bei mir eine ganze Zeit lang gar nichts gebracht. Deswegen nehme ich das Tropic Magic Flüssigzeug jetzt oder Rover Phos. Ja, alt arschteuer, aber AT-Produkte sind eigentlich immer ganz gut oder meistens so, die ich benutzt habe, hier wie Aktivkohle. Der Phosphatabsorber hat bei Kollegen einwandfrei funktioniert. Das Salz ist eine der besten Salze, wie ich finde. Und die Preise von AT sind eigentlich ganz gut, was man nicht glaubt, weil man denkt eigentlich so, okay, die Lampen sind so teuer, aber der Rest ist eigentlich wirklich günstig. So, diesmal hatte ich aber Bock, Grotech zu nehmen. Gleiche Preisregiment, Aquarientechnik GmbH, Grotech hier, Hochleistungsaktivkohle für Süß- und Meerwasser. Ich habe diesmal eine kleine Packung genommen, erstmal um zu probieren, das sind 1 Kilo. Mal reinschauen, wie die aussieht, wartet. Wieder, ihr kennt ja die ganz normalen Verschlusspackungen. Ich kann euch das hier auch nochmal zeigen. Grotech Aktivkohle. Zack. Ah, okay. Ist noch hier mit so einem zweiten Deckel gesichert. Das finde ich immer ganz gut. Ja. Und dann habt ihr, wie man sie kennt, diese kleinen Dinger. Na, riecht wie üblich nach nichts. Also es passt. Ich habe das Gefühl, die sind nicht ganz so staubig wie die von RGI. Da ist ja mir ein Schmorb hochgekommen. Ja. Grotech benutze ich selten die Produkte. Aber ich hatte einfach mal Bock, die Aktivkohle zu nehmen. Also es wird sich im Allgemeinen nichts ändern. Das muss man einfach mal feststellen oder klarstellen. Es wird sich nichts ändern. Es wird genau das gleiche Produkt sein wie von ATI. Ich wollte einfach nur mal einer anderen Firma mein Geld geben. Ja, und dann das, was hier am wichtigsten ist. Präzisionsaromometer. Meine Spindel, meine neue. Endlich. Schön vorsichtig. Ist sie da. Es sieht mir fast aus wie eine neue Charge. Die Verpackung hat sich leicht geändert. Und hier unten sind jetzt so kleine rote Dinger drin. Ich muss mal, was ist denn das? Okay, da drinnen sind noch so kleine rote Punkte. Die sieht man hier ganz gut. Ja. Ansonsten wurde es schon mal benutzt, also wahrscheinlich zum Testen, ob auch alles stimmt. Also ich sehe zumindest, dass sie ziemlich schmutzig ist. Aber wollen wir mal schauen. 1,0, 22, 23, 1,0, 2,3, 2,35, 2,34, ja, wird perfekt, ja. Und da wieder 1,0, 2, ja, genau, ja. Hier ist meine Spindel. Kriegt er die scharf? Ihr seht sie. Endlich habe ich sie wieder. Das war mir wirklich wichtig, weil ich habe jetzt die ganze Zeit lang mit einem Refraktometer gearbeitet und einem Ersatzaurometer von JBL, so ein Mini-Würstchen-Ding. Und da habe ich zwar ja, alles messen können, aber ich war einfach nicht zufrieden. Also ich bin Gewohnheitstier und ich mag das Ding hier, wie gesagt, sehr. Ich finde es gut, dass jetzt hier alles draufsteht. Garantierte Höchstabweichung 0,001 bei 25 Grad. Messbereich 1,018 bis 1,028. Auflösung 0,0001. Empfohlener Bereich 1,022 bis 1,024. Genau. Standard. Was fahre ich? Das wisst ihr alle. 1,0232. Versuche ich zu erreichen. Meistens bin ich bei 1,0236, 234 und wie sowas. In den Dreh bin ich immer. Ja. Wir haben es endlich wieder. Bin ich schon mal ganz zufrieden. So, des Weiteren haben wir gar nichts. Das war's, meine Freunde. Einfach nur ein kleines Update-Video. Das nächste Video, dieses wird jetzt am Dienstag rauskommen, also morgen. Und dann kommt am Donnerstag nochmal ein Video raus. Und in dem Video ist es ganz wichtig, dass, falls ihr Korallenwünsche habt oder auch Fischwünsche, denkt dran, ich kann nur noch kleine Fische einsetzen oder auch Grundeln und sowas, Schleimfische, Blennies. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt es mir dann in dem Video, was Donnerstag rauskommt, rein. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Schreibt es mir da unten in die Kommentare, weil ich versuche, eure Wünsche zu berücksichtigen. Ich versuche bei Nautilus, wie ihr wisst, ich fahre am 19. zu Nautilus, das ist diese Woche Samstag. Und ich versuche, eure Wünsche einfach umzusetzen und hoffe einfach mal, dass da ein paar coole Sachen bei rumkommen. Am 15. haben sie jetzt nochmal einen Import gekriegt.
Also morgen kriegen sie einen Import, den holen sie ab. Am 17. sind wir auf dem Weg nach Stuttgart. Also es wird am 19. genug da sein. Und ansonsten könnt ihr auf jeden Fall bei Nautilus auch immer mal auf Facebook vorbeischauen. Der macht regelmäßig Livestreams. Heute um 17 Uhr zum Beispiel einer. Den verpasst ihr dann natürlich, weil heute ist Montag und ihr kriegt das Video erst morgen zu sehen. Ja, und wer das Video noch nicht kennt, meine Erfahrung zu Nautilus und Co. kann ich euch unten auch mal verlinken. Findet ihr ansonsten auch auf meinem Kanal. Und ansonsten, meine Freunde, wünsche ich euch eine angenehme Woche. Peace, adios, ich bin raus. Falls ihr Bock drauf habt, lasst ein Abo da, schreibt mir unten rein, würde mich freuen.